Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geile Sau, schick mal was Geiles geeignet. Gib mir jetzt ein Shirt, ja, ich könnte eins gebrauchen. Dann um die Nippel zu ersaufen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag oder auch guten Abend, ihr räudigen, elendigen Ekel. Aufgrund von euch muss ich in diesem extrem teuren Rotz-Apartment chillen. Unten vor der Tür einen verdammten AMG GTC fahren und verdammt viel Geld haben, Leute. Ich hasse euch. Ich war die letzten Tage beim Mois. Hier bitte ein kurzer Flashback für das, was bei Mois passiert ist. Irgendwie ist so ein lustiger Russe, okay? Ich weiß, du bist kein Russe, aber du bist irgendwas in der Art. Und danke, das reicht doch schon wieder. Wisst ihr ungefähr, was Instagram ist? Vielleicht habt ihr schon mal euer Instagram-Postfach gecheckt. Vielleicht kommen da irgendwelche Nachrichten von Freunden. Nachrichten von alten Bekannten. Ja, bei mir sieht das Ganze ein wenig anders aus. Hier eine kurze Geschmacksprobe, was bei mir auf Instagram so reinschallert. Denk mir hin und wieder einfach gut, ich poste eine oberkörperfreie Story, date die Leute ab mit der aktuellen Diätform und schreibe lustige Sprüche drunter. Sowas wie zum Beispiel, muss los. Ja, dann kommen auch schon die ersten Frauen, die sich da kurzerhand am Posting beteiligen. Ich komme mit. Wohin? Woher kommst du mit? Ich habe mir beim nächsten Posting wirklich wieder nichts Böses gedacht. Habe ich also wieder ein Update rausgehauen. Ich habe dann ein adäquates Feedback, sag ich mal, auf das Update bekommen. Und sie schreibt, wie kann man nur so geilt DD Usi Sien Siecken? Denkt, das Ganze war sindionesisch. Was ist das? Wer laba du dviet so schwaf havara WPS ist. Mit dem Feedback hätte ich auf das Bild weniger gerechnet. Ich hätte eher gedacht, sowas wie... Ich denke, das wäre angebrachter gewesen. In dem Fall gehe ich gerne mit der Kritik um und gucke, dass ich es beim nächsten Mal einfach anders mache. Ihr wisst, ihr habt gesehen, Leute, ich habe ein Bild mit meinem Vater gepostet. Mein Vater, guter Kollege von mir, mein Vater. Wir haben ein Bild gepostet, auf dem wir ziemlich ähnlich aussahen. Fand ich ziemlich unlustig. Daraufhin wieder eine Antwort bekommen, die mir nicht ganz geläufig ist. Und zwar schreibt ein Mädchen zurück, das ist also mein Schwiegervater. Ist es jetzt eine Anmache oder will die TUS mich einfach verwirren? Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze bei der Polizei zu melden. Sexuelle Belästigung. Die nächste Anfrage hat mich persönlich ein bisschen aus der... Ja, da habe ich eine Story gepostet, wo ich oberkörperfrei meine unrasierte Brust zeige. Ziemlich abstoßend, meiner Meinung nach. Und die Antwort von einer Frau kommt einfach rein, wo ich erstmal dran saß und Moralschaden hatte. Ey Nico, bis dato alles in Ordnung. Ich bin schwanger. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein und ich kenne sie nicht mal mehr. Lieg im Krankenhaus und bin vergeben. Okay, alles in Ordnung. Aber du darfst sehr gern mein Krankenpfleger sein. Moment mal ganz kurz. Jesus, hör auf, dich immer so zu zeigen. Kein Wunder, dass die Weiber alle ausrasten. Also ihr müsst euch überlegen, das ist keine normale Anfrage. Die liegt in dem Moment schwanger, ja, im Krankenhaus, erwartet ihr Kind, hat wahrscheinlich ihren Gatten noch neben sich. Die geht her auf Instagram, schreibt mir eine Nachricht, dass sie mich geil findet. Treue It-In-More-Folger. Zufälligerweise habe ich eine Ausbildung im Fahrzeugmechatroniker. Ich denke mal, das sollte genügen, um an dir rumzuschrauben, oder? Oh! Nur mal so ein Witz und ich höre auf mit Videos. Ohne Scheiß. Die Nathalie schreibt, ey Praline, Bock auf eine Füllung. Ja, ganz genau. Aber normalerweise füllt ja der Mann die Frau. Wahrscheinlich kommt die kurzerhand vorbei und verpasst mir eine Füllung. What the fuck? Naja, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages stehe ich einfach drauf, wenn Frauen diskret sind, wenn Frauen mit Stil an die Sache rangehen. Hey, na, Spritzer-Smiley, geile Sau, schick mal was Geiles. Hey, geile Sau, geile Schau. Bin ich behindert? Geile Sau, schick mal ein geiles Bild, wo du nackt bist. Hab dann auch ein nacktes Bild von mir versendet. Komischerweise 20 Minuten war hier das SEK-Einsatzkommando bei mir vor der Haustür und hat gerufen, RIP in Peace, ja? Ich verstehe nicht, was die... Fuck!